So, meine Freunde, Servus und herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare. Danke fürs Einschalten und dass du das Projekt unterstützt. Wenn du uns weiter unterstützen möchtest, lass einen Like da, bewerte dieses Video, lass ein Abo da. Und ich möchte nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, alle näheren Infos in Folge Nummer 1. Ich verlinke sie auf dem i, checkt sie ab. Legen wir los. C4 mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Vielen Dank, mein Bro. Fertig. Alle, Tarek. Hapsara. Jalla. Merki. Selamekafu. Hier, Alex. Leg den an. Okay. Ein Schal. Wie sehe ich aus? Das reicht. Tarek, wie sieht's aus? Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Nice. Komm mit. What the fuck? Was geht hier schief? Ich habe nichts gestohlen! Bitte! Barkows Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders schnell. Ihre Offiziere kommen. What the fucking shit? Immer ruhig, mein Brauner. Kann Barkow dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Männer in die Arbeitsreihe! Frauen wenn zu die Last! Wenn sich einer zur Wehr setzt, hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Okay. Geh durch den Haupteingang. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Wahrscheinlich muss ich mir so einen Klotz hier krallen. Mal gucken. Ja. Ja, geh mir doch aus dem Weg. Servus. Holy shit. Bin durch. Geh nach links, die Gasse entlang. Siehst du den Soldaten? Nein, nein! Bitte nicht! Schalt ihn aus. Komm hierher! Sofort! Holy shit. Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Gut. Ich will ihn behalten. Dann los. Tschüss, Stein. Ich habe meine Kontakte gleich davon postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt die mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkows Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Finde einen Ölfilter. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Okay. Durchsuch Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Der hier ist leer. Such weiter. Ist noch ein LKW? Mal hier schon. Da ja, schmierig. Das sollte funktionieren. Gut, geh zurück und nimm die rechte Flanke. Aha. Geh um den Laster herum. Rechte Seite. Bin schon auf dem Weg. Ein Ölfilter als Schalldämpfer. Okay. Du kriegst zwei. Ich nehme den Rest. Все сгодится. Да. What the fuck? Sicher, leise bleiben. Alter, ist das eine Kalk. Das ist eine Kampfbraut, Alter.
Wurfmesser. Rein da. Eine AK. Was haben wir hier? Alex, rein. Aha, die passen schon auf jede Waffe. Okay. Warte, bleib von der Tür weg. Осторожно, могут быть растяжки. Kannst du feuern? Ja. Kann ich, ja. Übernimm zwei, ich den anderen. Sicher. Hier lang. Okay. Sorry wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht umsonst. Der Desert Eagle, Steck oder? Steck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Mir nach. Ich gehe voraus. Hat sich General Markov widersetzt, wird hingerichtet. Alter Schwede. Was soll das? Bitte, siehst du verrückt? Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen wir. Seht ihr, wenn ihr kooperiert, können wir in Frieden miteinander leben. Das ist ein gottverdammtes Kriegsverbrechen. Es sind die Terroristen, die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Bündelt eure Kräfte, entlarvet den Terroristen und ihr werdet belohnt. Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Das werden wir auch definitiv machen. Und diesem Badass-Motherfucker eine Kugel in den Kopf jagen. Hier durch, die Leiter rauf. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen aus der Basis kommen. Was uns am Ende ist, ja, bring deine Sprengsätze an den Helisand. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Okay. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Oh shit. Jetzt wissen wir, was passiert. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Ah, Rotpunktvisier. Diese Ölfilter funktionieren gut. Ja, die funktionieren sehr gut. Da hast du recht, Farah, glaube ich. Ich schleiche einen Scheiß, ich baller alles über den Haufen, was mir über den Weg läuft. Okay. Wachen an. Zwei erledigt. Du weißt, was zu tun ist. Diese Ölfilter funktionieren gut. Du wiederholst dich, Lady. Eure Freiheit, eure Unabhängigkeit.
Ladung platziert. Es gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Schauen wir uns den Durchgang. Hier gibt es einen Durchgang. What? Nimm die Treppe. Da ist eine Waffe. Oben auf der Treppe. Linke Seite. Behalte die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung. Scharfes Auge. Ich hab dich. Du hast Reflexe wie eine Katze. Ich hab mehr mit Hunden. Ladung platziert. Neu gruppieren bei meiner Position. Evakuieren wir eine Zeit von jenen, die sich mich ersetzen. Diese Feinde sind eure Freunde, eure Familie. Diese Verschwörer. Wow. Holy shit. Mal gucken. Ladung platziert. Neu gruppieren bei meiner Position. Evakuieren wir eine Zeit an jenen, die sich mich ersetzen. Aha. Diese Feinde sind eure Freunde, eure Familie. Wir sind durch. Es wird Zeit. Üben unaussprechliche Akte gegen unser Volk. Jag sie hoch. Eins, zwei, Zünder. Drei. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da. Es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir komm schon nicht unter den Laster. Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Ich hab die beste Aussicht. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Scheiße! What the fuck? Ach da. Fahrer, was zur Hölle ist das? Barkos Kriegsverbrechen. Runter! Nicht bewegen. Halt den Kopf ruhig. Ich bin soweit. Schieß auf die zwei links. Gute Arbeit. Ja, danke schön. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Stopp.
Scheiße, Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Das wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Ich sag doch, wir machen's auf unsere Art. Keine Granate, wir improvisieren. Nicht schlecht. Hast du etwa gedacht, wir kämpfen mit Keulen? Aha. Rahu Tato, Lamot Fashanam City. Bisserabera Ami. Essidi. Die Russen verstehen nur Gewalt. Also kriegen sie Gewalt. Barkov hat Luftstreitkräfte. Also wir auch. Ein 98er. Fernlenkflieger, ein Stück mit dem hier. Nice. Warte, der Gefährt, Danny, warte mal gut. Bereit? Ja, Commander, Abflug. Alex, lass sie genau in die Helix krachen. Bin drin. Bleib unten. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Whoa. Ziel verfehlt. Kein Treffer. Ja, das ist... War klar. Anfängerfehler. Alex, lass sie genau in die Helis krachen. Bin drin. Bleib unten. Luftstützpunkt ist gleich voraus. Soll war nicht sicher. Gut geflogen, Brüder. Gehen wir runter. Der Luftstützpunkt liegt direkt voraus. Team 2 gibt uns mit dem Geschütz Deckung. Echo 3-1 am Roger. Lokale Einheiten nähern sich Barkovs Stützpunkt. Brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, 3-1. Schicke nicht gekennzeichneten Kampfhubschrauber zu ihrer Position. Bereithalten. Verstanden. Hier warten! Hier warten! Wir greifen ihre Waffenkammern an und übernehmen ihr Flugfeld. Jawohl, Karim! Wir kämpfen, um Ursikstan zu befreien und uns unser Land zurückzuholen. Für Ursikstan! Für Ursikstan! Oh, sorry. Whoa.
Yay! Dear, sorry. Das ist sehr gut. Bam. War ich selber schuld. Da war ich selber schuld. Das klingt gut. Oh, sorry. Wo kam der her? Kam denn der auf einmal her? What the hell? Schwede. Einmal. Überall so Schiene gemetzelt. Hey, mach
Das ist sehr gut. Fuck. Für die Info, Kadir. Alex, Flieger sind bereit. Alter Schwede, die hauen auch gut rein, die Jungs. Holy shit. Tschüss. Rotes Gebäude! Leider! Erste Waffenkammer gesichert. Alter Schwede! Die Scar, na klar, nehme ich mit. Logisch. Muni. So, haben wir ja auch Granaten oder sowas? Blendgranaten. Her damit. What the hell? Die Räuber liegt hinter dem Tor. Alle zum Tor. Es lässt sich nicht öffnen. Noch ein Molotov. Geh du vor. Wir müssen da durch. Das ist der Weg zur Rollbahn. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde es rammen. 3-1 an Watcher. Wir rücken zur Rollbahn vor. Wo bleibt die Luftunterstützung? Echo 3-1, Luftunterstützung unterwegs. Ohne. Achtet auf den Schnee!
brenn! Die letzte Waffenkammer. In dem Hangar. Der Roller. Mir gefällt das Visier nicht. Aber wie die ganze Show so hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge Call of Duty Modern Warfare. Bis zur nächsten Folge, euer Sucker.